Ich bin mal wieder auf Reisen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in Ilias Welt. Ich bin gerade am Weg nach Klagenfurt, weil ich werde heute den lieben Timmy, meinen Bruder und seine liebe Anna Rosa bewundern in La Cage aux Folles im Stadttheater Klagenfurt. Und das ist ja von Wien doch ein kleines Stückchen hin. Deswegen sitze ich jetzt schon im Auto und wir sind gerade am Weg ins Hotel. Also das ist so ein Apartment, weil wir sind ja nur 2 Tage da. Ich bin mit meiner Mama unterwegs und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es das ist. Wir fahren jetzt noch 2 Stunden circa und dann schaue ich mir das alles mal an. Ich war schon lange nicht mehr in Klagenfurt. Mal schauen, was sich da alles so verändert hat. Aber erstmal muss ich hinkommen. Boah, schaut mal, hier liegt noch Schnee und ganz schön viel. Aber ein paar Kilometer später ist alles wieder weg. Endlich angekommen in Klagenfurt. Wir sind jetzt schon in der City. Und wir suchen jetzt gerade noch unser Hotel, wo wir jetzt eben bleiben werden, weil irgendwo müssen wir uns ja fertig machen, meine Mama und ich, weil mit diesen Haaren hier kann ich auf gar keinen Fall mich heute im Theater blicken lassen. Und genau, da suchen wir jetzt eben eine super süße kleine Stadt. Es gibt sehr viele kleine Gassen und so. Zeige ich euch jetzt schnell. Also das hier zum Beispiel, also hier so voll süß, geht's hier einmal rein und da auch einmal rein. Also wirklich super, super süß. Und ich freue mich auf jeden Fall schon heute Abend auf den Timmy. Leute, ich bin jetzt im Hotel. Also im Hotel, es ist ein Apartment angekommen und es ist wunderschön hier. Ich schlafe zusammen mit meiner Mama hier und ich werde mich jetzt erstmal kurz ein bisschen ausruhen und mal eine Runde schlafen gehen, weil die Autofahrt war so komisch. Es hat die ganze Zeit geregnet, dann wieder geschneit, dann keine Ahnung wieder, was für Wetter alles war. Ich gebe euch eine ganz schnelle Roomtour, aber Leute, bitte, wir sind gerade angekommen und wir bleiben nur für ein paar Stunden hier. Deswegen schaut es ein bisschen aus, aber wartet, schaut. Man kommt hier rein, also das ist der Kleiderschrank. Dann hat man hier ein schönes Fenster, hier liegen alle meine Sachen rum. Und dann ist hier das Bett mit der Queen Elizabeth. Genau, und wir haben hier, da bin ich gerade drin gelegen. Und das ist unsere Aussicht hier. Ja, nett. Ich kenne die Leute, by the way, nicht. Aber das ist hier die Aussicht. Sehr schön hier. Naja, jedenfalls lässt es sich hier sehr gut einen Tag aushalten. Ach ja, und einen schönen Kristallluster haben wir auch. Und da läutet schon mein Bruder an der Tür. Der kommt uns vorm Theater noch schnell besuchen. So, meine Lieben, es ist nicht mehr lange hin bis zum Auftritt vom Timmy. Und deswegen habe ich schon angefangen, meine Haare jetzt zu glätten. Und wir haben noch einen Special Gast jetzt. Und zwar... Jojo. Timmy. Willst du nochmal machen, oder was? Was? Willst du nochmal machen, oder was? War noch ein Auftritt. Special Gast, und zwar den Timmy. Special Gast, den Timmy. Hey. Ein Please-Side. Wir können gemeinsam, mach das auseinander. Warte, warte. Welche Richtung bist du? Welche Richtung bist du? So und hier. So? Okay. 3, 2, 1. Genau. Komm, erzähl mal kurz. Ich werde mir meine Haare glätten und du kannst mir was soll ich erzählen? Kurz erzählen. Ich habe eine Haube auf. Sorry, Leute, weil meine Frisur ist nicht sehr sehenswert, leider. Was soll ich erzählen? Ja, die Stimmung ist gut. Wir haben hart geprobt jetzt 6 Wochen lang, ein super Stück erarbeitet und ich glaube, es wird eine gute Premiere heute. Ich bin gespannt, was du danach sagst. Aber es ist, das Stück hat eigentlich alles La Cage aux Folles, kennt der eine oder andere vielleicht, ist halt ein Stück über die Transvestit-Szene und Schwulen-Szene. Es ist ein sehr, sehr schönes Stück und sehr facettenreich. Und es ist ja eigentlich schon ein älteres Stück. Ja, klar, es ist schon, und das ist 1986 ungefähr. Es ist unfassbar, dass die Leute damals schon das so offen. Voll. Aber es ist mega, weil dieses Stück halt einfach wirklich
alles hat, was ein Musical braucht. Ja. Kann man es eigentlich als Musical-Operette nennen? Nein, es ist schon ein Musical. Ja. Aber es ist 1986, die Musik ist dementsprechend halt schon etwas älter. Aber es ist moderner. Modern, ja. Es klingt modern, aber es hat halt so klassische Stile halt, ja. Aber es ist ein super Stück, es ist auch ein super Team. Andreas Gerg, ein Top-Regisseur. Der liebe Timmy hat mit dem Andreas auch schon bei Mama Mia gearbeitet. Genau, stimmt. Da hat er auch Regie geführt. Ja, ist ein super Regisseur, auch das gesamte Team. Der Choreograf ist ein super, super Typ. Der musikalische Leiter ist ein Sängerknabe-Kollege vom Titus, oder vom Papa, von uns. Zumindest auch ein bisschen familiär. Aber es ist schön. Ich bin sehr, sehr happy, da dabei zu sein, mit dem Team zu sein. Umso gespannter. Es gibt nämlich auf YouTube, Facebook, Instagram tatsächlich einen kleinen Trailer. Ja, ist nicht so empfehlenswert, da gibt es nicht so viel zu sehen tatsächlich. Aber doch, es ist ganz interessant. Also ja, so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehenswert beim Klagenfurt Stadttheater. Definitiv, definitiv. Also, wenn ihr Zeit habt, ich weiß nicht, wann das released wird hier. Ja, doch, die Woche. Die Woche, passt. Dann holt euch Karten, es ist sehr, sehr, sehr gut besucht. Karten es gibt nicht mehr viele Karten, also seid. Wenn ihr in der Nähe von Klagenfurt seid und einmal einen Tagesausflug machen wollt, wir haben hier ein wunderschönes Apartment hier generell ergattet. Klagenfurt ist echt einen Trip wert auf jeden Fall. Ja, ja, es ist wirklich. Sei es nur für ein Wochenende, ist super. Ja, aber es ist ein cooles Stück, sehr spektakulär, gibt coole Effekte, die Szenerie und die Kulisse ist mega. Die Darsteller sind unfassbar cool und talentiert. Da spielen auch viele von Mama Mia wieder mit, das ist unlustig. Ich habe schon eine meine Freundin spielt es tatsächlich wieder, meine Partnerin. Aber dafür werden wir groß filmen, ja, gell? Mach es halt nicht zu auffällig, aber die sind da nicht so. Die sind da nicht so streng wie in Bayern Hotel zum Beispiel. Okay. Das heißt, ich werde einfach dann den Schlussapplaus mitfilmen, wenn es geht, wenn sie mir nicht das Handy wegnehmen. Und ich gibt vielleicht. Ich Moment, weil die Rose und ich verbeugen uns gleichzeitig. Echt? Also ja, kommen gleichzeitig auch, das musst du. Den werde ich schon erwischen. Na gut. Dann. Ja, das sind meine Haare halt. Nein. Wir sehen uns, Leute. Yes. Und ich werde jetzt meine Haare noch fertig machen. Heute mal mit Glätteiser, weil ich finde, die Haare halten tatsächlich glatt. Mit dem Glätteiser fast besser als mit dem Weißen. Hinten glättet mir immer die Mama, weil da kann ich ja nicht sehen. Schauen wir mal, willst du dein Outfit präsentieren? Ja! Wenn du mein Oberteil hältst. Mama sagt nichts. Nein, ich sag nichts. Sind schön? Ja. Und Stielfransen mache ich jetzt. Wow! Ja, super, das ist super. Perfekt. Das ist auch okay. Mein Papa war in Amerika und hat mir ein neues Parfum mitgebracht. Das war dieses hier. Und ich habe nur das Pinke damals gerochen. Und es hat mir so gar nicht gefallen. Aber das hier. Riecht so gut und ich bin so happy, das zu tragen. Ihr dürft euch nicht irritieren lassen, wenn ihr noch andere Stimmen hört. Natürlich ist meine, nicht ganze Family, aber viele von meiner Family heute mit dabei, um alle den Timmy zu unterstützen. Und wir haben hier bei unserem Apartment so einen kleinen Get-Together-Point beschlossen zu machen, dass hier einfach alle herkommen und wir hier gemeinsam noch ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und uns zusammen auf die Show freuen. Ich bin jetzt always viel zu spät dran mit meinem Fertigmachen, deswegen ist das mein fertiger Look. Ich habe hier ein bisschen goldenes Make-up gemacht und meine Augen ein bisschen noch konturiert und das war's. Jetzt geht's zum TV. Schon vom Theater. Heute ein Käfig voller Nahen, Lackage voll und ich bin so ready schon. Woo! Ich weiß ja, dass es eine mega Stimmung sein wird auf der Bühne, auf jeden Fall. Und
Ich werde jetzt erstmal reingehen, meine ganzen Sachen abgeben und mal schauen, wie das Theater von innen aussieht, weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Let's go inside! Jetzt kommen die Promi-Trampen noch. Komm, geh vor! So, schauen wir mal, wie es drinnen ausschaut jetzt. Die Stimmung hier drinnen ist schon mal ganz gut. Ich genehmige mir ein Glas Eiswürfel, Timmy und Rosa sind im Fernsehen und das Publikum schon ganz bei der Sache. Nochmal ein kurzer Outfit-Check, bevor es dann hineingeht. Ich habe hier Glitzer-Glitzer-Hose und ein Glitzer-Glitzer-T-Shirt und ein Sakko und meine Tasche. Und hier habe ich auch noch Glitzer-Glitzer-Glitzer. Genau, und meine Ohrringe sind natürlich auch Glitzer-Flitzer. Im Theater spürt man, dass es jeden Moment losgeht. Das Licht hier ist minimalst, aber ich freue mich schon sehr auf die Vorstellung. Ich bin gespannt, wie der Timmy sich auf der Bühne so tut. Ich bin auch gespannt auf alle Kollegen aus Mörwisch, die ich damals schon gesehen habe. Ich bin einfach super happy, kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen und bin ready für die Show. Und dann geht das Licht aus und es wird spannend. Stunden später ist diese grenzgeniale Show auch leider schon wieder vorbei. Timmy war umwerfend und Rosa hinreißend. Jetzt wird gefeiert und auf die beiden sowie den gesamten Cast angestoßen. Das Stück läuft übrigens noch bis Juni, also holt euch die Karten und schaut es euch an. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich schaue schon ein bisschen verrückt aus wegen dem Wetter draußen. Aber es war einfach so wunderschön. Es war wirklich eine tolle Vorstellung. Ich bin super stolz auf den Timmy, auf die Rosa, auf alle Mitwirkenden, die da mitgespielt haben. Es war wirklich grandios. Bitte nochmal verzeihen für mein Aussehen. Und genau, ich bin einfach echt sprachlos. Es war so schön inszeniert, die Kostüme waren super, die Stimmung auf der Bühne hat einen so mitgerissen. Ich habe so viel gelacht, so viel geklatscht, so viel gejubelt, weil es einfach mir so gut gefallen hat. Das war wirklich ein Wahnsinn. Und ich werde jetzt ins Bett gehen. Ich bin total müde. Es war wirklich ein aufregender Tag für mich. Genau, man glaubt gar nicht, das war ein ganzer Tag. Ich werde jetzt ins Bett fallen. Genau. Küsschen an euch da draußen und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.